Hi meine Freunde, ich bin's euer Koch, Chef Alemann. Heute machen wir mal wieder etwas Indonesisches. An dieser Stelle möchte ich gerne einmal Familie und Iman grüßen und ja, ich hoffe euch geht es gut in Indonesien und schickt mal ein bisschen Sonne rüber. Wir fangen direkt an. Unsere Zutaten. Wir haben hier einmal Glasnudeln, eine Möhre, frischen Koriander, sogar mit Wurzeln noch, eine Kartoffel, eine Zwiebel, eine Zitrone, Hähnchenflügel und unsere Gewürzmischung. Das ist eine traditionelle Gewürzmischung. Ich würde mal sagen, ich koche eigentlich nie mit solchen Sachen, aber mir wurde gesagt, man braucht das, um diese indonesische Yellow Chick herzustellen. Und es gibt keine anderen Möglichkeiten, weil die da unten genau damit auch kochen. Auf unsere Glasnudeln kippen wir einfach Wasser aus dem Wasserkocher. Natürlich richtig kochend heiß. Ich habe etwa 50 Gramm genommen, so dass alles bedeckt ist. Das reicht schon. Unsere Möhre, Kartoffel und Zwiebel haben wir klein gehackt. Die Zitrone ist gepresst. Als nächstes haben wir hier unseren Messbecher. Und hier in unserem Messbecher tun wir unsere Bambo-Gewürzmischung. Die ist frisch aus Indonesien, die ist nirgends so hier gekauft. Aber die gibt es in jedem indonesischen Laden zu kaufen. Also kein Problem, das zu erwerben. Das ist auch nicht teuer. Die sind meistens so bei 50 Cent, so eine Packung. Ich schneide das jetzt hier auf. Ich habe hier, wie gesagt, etwa 50 Milliliter Wasser drin. Ich mache das einfach hier alles rein. Da kommt gleich noch mehr Wasser dazu. Aber am Anfang will man ja das schön verteilen, dass sich das auflöst. So, wir haben das jetzt erstmal hier in einer kleinen Menge. Damit sich das richtig schön auflösen kann. So, unser Topf ist heiß. Wir geben hier Öl dazu. Und hauen unsere Zwiebeln rein. Die Zwiebeln angedünstet sind, geben wir unsere Möhre und Kartoffel dazu. Wir lassen das etwa 2-3 Minuten braten, damit alles so ein bisschen Farbe kriegt. Ich habe hier unser Koriander, ich schneide die Stängel unten hier ab. Einmal so knicken. Jetzt kann ich das so runterschneiden. Packen unser Koriander dazu. Nochmal durchrühren. Wir geben unsere Zitrone dazu. Ich habe in unsere Fertigbrühe noch ungefähr 200 Milliliter Wasser drauf gekippt. Tun wir jetzt dazu. Wir lassen das jetzt noch einmal aufkochen und dann kommen die Hähnchenflügel dazu. So, wer Kraft hat, der kann sich so einen Flügel nehmen, weil die sind ja doch relativ groß. Und man kann dann direkt hier in der Speiche, man nimmt die dickste Seite vom Messer und dann einmal mit einer Hebelbewegung einfach teilen. Man kann sie auch ganz lassen, aber dann braucht man halt auch einen großen Topf. Aber es ist halt so eine Kraftsache. Unsere Suppe kocht schon stark vor sich hier hin. Wir geben jetzt unser Fleisch dazu. Wir rühren das hier alles einmal. Wir geben jetzt nochmal Wasser nach. Dass alles bedeckt ist. Auch der kleinste Knochen, so. Schmeckt jetzt schon traumhaft. Wir lassen das jetzt kochen hier. Mein Herd hat 3 Stufen. Ich fahre runter auf 1,5 und packe den Deckel jetzt drauf. So. Ja, wenn ihr noch mehr Wasser braucht, dann gießt ihr einfach noch was nach. Also ihr müsst darauf achten, dass wirklich alles schön bedeckt ist und dass Rühren zwischendurch nicht vergessen, aber so 20 Minuten würde ich sagen, sollte alles kochen. Also müsst ihr achten, bis das Hähnchenfleisch durch ist komplett.
Wir haben hier unseren restlichen Koriander, den nehmen wir nachher für Deko. Lassen wir so ein bisschen ganz, werfen wir einfach drüber, sieht schön aus. Unsere Glasnudeln sind fertig. Da ist noch viel Wasser drin, das gieße ich jetzt einfach ab durch einen Sieb und hebe die Glasnudeln auf. Einmal kurz abschrecken. Wenn nachher die Suppe fertig ist, dann macht man die Suppe auf den Teller, das zeige ich euch aber, und dann kommen die Glasnudeln einfach separat mal dazu rein. Also man kocht die nicht mit, weil sonst bleibt nachher nichts. So, unsere Suppe ist fertig. Ich habe die 20 Minuten kochen lassen auf niedriger Stufe, damit das Fleisch schön zart wird. Dann habe ich hier so eine Schale. Da Suppe rein. Zwei solche Hähnchenstückchen. Unsere Glasnudeln. Nehme ich einfach so eine Portion. Die sind jetzt kalt. Aber die Suppe ist relativ heiß. Wer das Bild gesehen hat, der hat auch gesehen, dass da Eier waren. Machen wir doch jetzt auch nochmal hier. Drei Scheiben. Ich will hier nicht mit den Fingern reingehen, aber. Koriander, hier sind Blättchen dazu. Und das ist unsere Suppe. Unsere Suppe heute ist sehr gesund, aromatisch. Wer Zitrone mag, der sollte unbedingt diese Suppe probieren. Oh, es klingelt. Ich muss die Tür aufmachen. Ich bin jetzt fertig mit Kochen. Ich liebe euch und ich schreibe alles hier drunter, okay? Euer Chef Alemann. Guten Appetit. Wie gesagt, schnell und einfach und gesund.